Was ist der Unterschied zwischen Erfahrung und Erlebnis? Und was ist dann auch Ereignis? Über diesen Unterschied spreche ich heute mit euch. Ich bin Liliana von germanskills.com und ich erkläre euch gerne typische Fehler, die Deutschlerner machen. Also diese drei Wörter sind ganz schön ähnlich. Und auf Englisch gerade Erfahrung und Erlebnis übersetzt man mit dem Wort Experience. Aber warum brauchen wir auf Deutsch zwei Wörter dafür? Schauen wir uns genau diese Wörter an. Also fangen wir an mit Erfahrung. Die Erfahrung, deshalb habe ich es auch in Rot geschrieben, ist etwas, was wir erfahren. Also erfahren bedeutet sowas wie etwas lernen. Oder wir haben sogar den Ausdruck etwas in Erfahrung bringen. Das heißt, ich lerne etwas Neues. Wenn ich etwas in Erfahrung bringe oder etwas in Erfahrung bringen möchte, ist, wenn ich etwas Neues lernen möchte, wenn ich genaue Informationen über etwas bekommen möchte. Eine Erfahrung ist etwas, was ich mache in meinem Leben. Zum Beispiel, wenn ich als Lehrerin gearbeitet habe, dann habe ich eine Lehrerfahrung. Also ich habe Erfahrung als Lehrerin. Oder wenn ich mir zum Beispiel eine neue Waschmaschine kaufe, dann habe ich eine Erfahrung mit dieser Waschmaschine gemacht, eine gute oder eine schlechte Erfahrung. Und oft ist es so, wenn wir uns etwas Neues kaufen, dann fragen wir zum Beispiel Leute, die das schon vor uns gekauft haben, was für eine Erfahrung hast du damit gemacht? Hast du eine gute Erfahrung oder eine schlechte Erfahrung damit gemacht? Also ich mache eine Erfahrung, das heißt, ich benutze etwas oder ich lerne etwas Neues und das, was ich lerne am Ende, das ist meine Erfahrung. Das ist sozusagen die Lektion, die ich mitnehme oder die Jahre an Erfahrung, die ich sammle, wenn ich eine Tätigkeit immer wieder mache. Also zum Beispiel als Lehrerin habe ich schon viele Jahre Erfahrung gesammelt. Okay, das ist die Erfahrung. Dann haben wir das Erlebnis. Das Erlebnis, da seht ihr schon im Stamm das Wort Leben oder Erleben. Das bedeutet, wenn ich selbst etwas erlebe, also es ist ein Teil von meinem Leben. Und dieses Wort benutzen wir eigentlich, wenn wir über etwas sehr Beeindruckendes sprechen. Also etwas Beeindruckendes ist etwas, wo ich sage, wow, das ist mir passiert. Das war sehr beeindruckend und ganz, ganz toll. Ein Erlebnis kann also es ist etwas Besonderes, was in unserem Leben passiert. Und das ist eine persönliche Erfahrung. Aber wir sagen Erlebnis, weil wir damit meinen, es ist etwas, was mich persönlich sehr beeindruckt hat. Okay? Also zum Beispiel, wenn ich etwas mache, was ich sonst nicht jeden Tag mache. Ich gehe zum Beispiel in einen Erlebnispark. Also das ist ein Abenteuer-Erlebnispark. Dort gibt es die ganzen Rutschen und die ganzen Attraktionen, wo ich mitfahren kann. In so einem Erlebnispark erlebe ich ganz viele tolle Sachen und deshalb ist es etwas Besonderes, ein besonderes Erlebnis für mich. Ja, ein Erlebnis ist zum Beispiel, wenn ich zu einem Konzert gehe und dann war das ganz toll, das hat mir so gut gefallen, dass ich sage, boah, das Konzert war ein tolles Erlebnis. Das werde ich nie vergessen. Okay? Man kann auch schlechte Ergebnisse oder negative Ergebnisse haben. Ergebnis ist ein anderes Wort, das bedeutet Resultat. Ja, also man kann auch negative Erlebnisse haben, zum Beispiel, wenn ich einen Autounfall habe.
dann ist das ein negatives Erlebnis. Also es ist auch etwas Beeindruckendes, aber im negativen Sinne. Ja. Und dann haben wir das Wort Ereignis. Das Ereignis ist auch etwas Besonderes, also ein Geschehnis, etwas, was passiert ist. Es ist etwas Besonderes, aber im Sinne von etwas Besonderes, was in der Stadt passiert. Das ist dann nicht mehr so persönlich wie Erlebnis. Ein Ereignis ist etwas, was in den Nachrichten gerade ist. Die Nachrichten berichten immer über aktuelle Ereignisse, also was ist passiert. Zum Beispiel Angela Merkel ist in unserer Stadt zu Besuch gekommen. Das ist ein großes Ereignis für die ganze Stadt. Alle Leute gehen dorthin und wollen sie persönlich erleben. Für sie ist dann ein persönliches und schönes, interessantes Erlebnis. Aber für die Stadt insgesamt ist das ein Ereignis. Also es ist etwas, was passiert, was nicht tagtäglich passiert, sondern es ist etwas Besonderes. Okay? Oder ein Konzert kann auch ein Ereignis sein, weil man nicht jeden Tag zum Konzert geht. Und das ist dann einfach eine Neuigkeit, etwas Interessantes, was für alle stattfindet. Okay, also Ereignis, von Ereignis sprechen wir, wenn es um irgendwelche Sachen in der Stadt geht oder in der Öffentlichkeit, was in den Nachrichten passiert, da sind die Ereignisse und die Erlebnisse, das sind unsere persönlichen Erfahrungen, also etwas, was uns persönlich sehr beeindruckt hat. Und die Erfahrungen sind dann das, was wir machen, was wir jeden Tag erleben. Ich hoffe, dass die Unterschiede klar geworden sind. Am besten sehen wir das, wenn ihr einfach in den Kommentaren unten diese drei Wörter in eigenen Sätzen benutzt. Also schreibt mir einfach, was für Erfahrungen habt ihr bis jetzt mit der deutschen Sprache gemacht? Ist für euch Deutsch eine einfache, eine logische, eine schwierige, eine interessante Sprache? Welche Erfahrung habt ihr bis jetzt mit der deutschen Sprache gemacht? Und was ist euer Erlebnis dann soweit in Deutschland? Habt ihr etwas Besonderes erlebt, falls ihr in Deutschland lebt? Oder was ist euch neulich passiert, was für euch ein besonderes Erlebnis war? Und über Ereignisse könnt ihr mir auch gerne schreiben. Also was für Ereignisse beeindrucken euch am meisten? Gibt es ein neues Ereignis in eurer Stadt? Etwas Besonderes, was gerade aktuell bei euch passiert. Schreibt einfach in den Kommentaren und dann können wir die Diskussion dort fortsetzen. Ich freue mich, ja, auch wenn ihr weitere Fragen habt und für mehr Übungen und solchen Erklärungen, schaut einfach auf meiner Webseite www.germanskills.com/Fehler. Ich bin Diliana und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.